Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber. Heute bin ich hier in Berlin mit dem Kevin Wolter. Hi. Lange ist es her? Ich bin der Kevin. Wir gehen auf das Spezialgebiet von Kevin Wolter und zwar Parfum. Er muss erraten, welche Inhaltsstoffe hier drin sind und wenn einer es weiß, dann er. Wie? Aber man muss sagen, bevor wir jetzt starten, Parfum, was trägst du so zu Hause allgemein? Aventus Creed ist so mein Hauptduft, den habe ich eigentlich, da verballere ich glaube ich 10 Flaschen im Jahr von. Also ungelogen, wahnsinnig viele Flaschen. Blöde Chanel, Chanel Nummer 9. Hermes. Hermes, hier, das ist so eine grüne Flasche, ich weiß nicht, wie der heißt. So ein bisschen länglich, ne? Das genau so. Ja. So ein bisschen in die Richtung, nur ein bisschen kleiner. Ja. So orangig, finde ich sehr, sehr frischer Duft. Dann hier Hermes, hier dieses ganz normale, das klassische. Ja, Hermes. Genau, das habe ich auch. Ein Meilenstein der Parfümindustrie. Obwohl das mir schon wieder ein bisschen zu dolle ist jetzt mittlerweile. Tatsache. Ja. Und das eine von dir trage ich auch sehr, sehr gerne zu besonderen Anlässen. Ansonsten habe ich zwar viele Parfüms da, auch so ein Molekülding, das finde ich auch ganz cool. Das kann man halt gut mischen mit allen anderen Sachen. Ne? Das habe ich da, da habe ich noch so ein Ding. Das war sehr, sehr cool, aber ansonsten so viele Parfüms da, aber die ich trage, habe ich gerade benannt. Okay. Wir starten hier aktuell mal mit Xerchoff, das ist so meine Lieblingsbrand eigentlich. Du wirst im Übrigen gleich auch der allererste sein, wirklich der allererste, der von den YouTubern Orange Flamingo testet. Das wird mein Orange Flamingo? Genau. Hast du dir den Namen ausgedacht? Ja, ja? Mit dem Chat zusammen. Okay. Und das wird mein zweiter Duft sein, den ich rausbringe. Und da bin ich auch mal drauf gespannt, wie du den finden wirst. Wir starten aber jetzt als erstmal mit Kommandante von Xerchoff. Kommandante? Kommandante. Das ist ja was für mich. Ja, oder? Das ist ja mein Parfüm eigentlich. Das musst du mir eigentlich mitgeben, ja. Den Kommandant. Weißt du so Geruchsrichtungen, so, ich würde, du hast gerade schon gesagt, Orange und so, kannst du irgendwas Bergamotte oder so, kriegst du sowas zusammen, oder? Ja, klar. Ja. Ich verstehe die Frage gerade nicht, Marc. Lass dich überraschen hier von meinen Parfümkünsten. Ich lese dir mal die Beschreibung vor und vielleicht kannst du aus diesen Texten schon etwas herausdeuten, okay? Okay. Here you go. So, und zwar Kommandante, 280 Euro. 280 Euro? Genau, kostet die Flasche hier. Ist wunderschön, ne? Kommandante ist das langsame Vergnügen einer Zigarre und damit das verbundene Ritual aus einer Reihe gemessener Gesten bestehend, um starke Emanationen des besten Tabaks zu artikulieren, der in der Lage ist, seinen Zigarrenduft in ein Parfum mit blumigen und fruchtigen Noten in einem verbreiteten, harmonisierten und ausgewogenen Komposition. Also was haben wir hier für Noten drin? Ist eigentlich tatsächlich... Tabak. Also Tabak ist schon mal super. Sonst was passt zu Tabak generell so? Was passt zu Tabak? Was würdest du sagen, passt zu Tabak? Ledernoten. Zu Tabak, dicke, fette Autos, teure Uhren. Ja. Das passt zu Tabak. Okay, ja. Also ich lese dir mal vor, was so da drin ist und du kannst mal sagen, wann du diesen Duft tragen würdest, okay? Wir haben hier in der Top... Der entwickelt sich auf jeden Fall, muss ich sagen. Am Anfang, also mittlerweile rieche ich ihn lieber als zum Anfang. Also wir haben in der Kopfnote das, was du am Anfang hast, natürlich Tabak, Honig und Vanille. Das gibt dem Ganzen so einen Raum. Das heißt, wenn du es riechst, dann als erstmal, boom, erfüllt das alles. Fruchtige Noten und das, was ich meinte, ist Patchouli. Und dann als Basisnote haben wir Landharz und Leder. Das ist dann dieses starke... Landharz, danach habe ich gesucht. Danach habe ich... Wann würdest du so einen Duft wie Kommandante jetzt, oder für wen würdest du den empfehlen? Was würdest du sagen? Das ist ein Duft für immer. Das ist ein alltäglicher Duft. Täglich, glaube ich, ist eine ganz gute Choice. Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Duft. Und zwar ist das dieses hier einer meiner neu entdeckten Lieblingsdüfte. Historias de Parfum. Und die nennen diese Reihe This is not a blue bottle. Also wir haben hier von 1.1 bis 1.4. Und spannend ist, die haben selbst hier ein Gewicht reingemacht, damit es sich wertiger anfühlt. Cool, oder? Wow. Okay. Toller Sprühkopf auch. Kommt einiges raus. Ganz andere Richtung. Könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht ein bisschen zu jung für dich. Nicht so jung? Ja, nicht. Nein, was soll das? Kameras aus! So, This is not a blue bottle. Ganz simpel strukturierter Duft. Toll, hat Power. Auch Eau de Parfum. 21% Duftölanteil. Sehr hoch konzentriert. Gibt es in einer kleinen Testflasche für 35 Euro bis hin zur großen für 100 noch was. Das ist ein geschmolzener Ring. Der Ursprung neuer Energie. Eine blutrote Sonne steigt über einem rosigen und safrangelben Ring auf und setzt die endlose Kraft von
frei. Das war ein Inhaltsstoff. 1.3 ist das Parfum des Feuers und der Flakon symbolisiert die Sonne und den Zirkel des Lebens. Ich würde sagen, Blutorange. Was? Woher weißt du das? Hast du es gerade gelesen? Nee, aber weil du gesagt hast, Blutrot, glaube ich, am Anfang. Ja. Blutorange. Das ist stark. Rose. Sehr stark, ja. Ist auch richtig. Ja. Tatsächlich war es. Blutorange. Ich habe es aus dem Text jetzt einfach. Safran rieche ich hier ein bisschen. Und, was noch, das ist auch in sehr vielen Düften drin. Hatten wir vielleicht eben schon. Tabak? Patchouli. Patchouli! Ja. Wusste ich es doch. Schneide ich einfach so, dass ich es wusste, ne? So Bescheid. Patchouli! Na klar ist da Patchouli drin. Und wir haben noch Ledernoten. Das ist das, was so quasi, wenn du so atmest, das, wo du schwer liegst. Aber finde ich gut. Guter Duft, ne? Guter Duft. Auf jeden Fall. Ist eine neue Marke. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit denen. Ja, guter Duft. Guter Duft. Also, kann ich empfehlen. Gefällt mir sogar besser als Kommandante. Kommandante. Aber Kommandante ist universell. Sehr universell. Ist auch nicht schlecht. Wir machen weiter mit dem nächsten Duft. Und zwar, wir gehen jetzt mal in eine ganz, ganz andere Richtung. Ich würde bezweifeln, dass es dir gefällt. Und wir haben hier Fiore de Luifo. Das ist ein etwas stärkerer Duft. Ganz anders, traditionell, klassisch, boah, italienisch. Lass den auf dich zukommen. Warte, 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 warte. Bleib locker. Lass dich drauf ein. Lass dich drauf ein. Lass dich drauf ein. Guck mal, Italien, du bist am Meer, gehst ein bisschen Sonne, Dings, du warst gerade den ganzen Tag am Strand, guckst ein bisschen die Sonne. Der wird wirklich gut, sogar. Sehr, sehr powerful. Guck mal, jetzt, also der ist wirklich gut jetzt so. Okay, du kennst ja alles, ja, deine Parfüms, aber. Und zwar Frühling am Mittelmeer, wo die Olivenbäume jedes Jahr für nur wenige Tage erblühen. Dieser kostbare Duft formt das Herzstück von Fiore de Olivo. Frische Noten und dann geht's los mit der Beschreibung. Was haben wir hier, was haben wir hier drin? Olive? Tatsächlich ja. Aber ist gut, weil er macht erstmal so die Sachen halt, die obvious sind. Irgendeine Zitrusfrucht ist hier drin. Lemon, also so, Zitronenhaut. Ja, ich wollte gerade sagen, so Zitrone, irgendwas so, hätte ich auch gesagt. Patchouli? Nee, diesmal nicht. Könnte auch reinpassen. Könnte auch reinpassen. Ich glaube, die anderen sind wirklich schwer. Also das, was du gesagt hast, trifft es schon im Herzen. Also wenn ihr euch vorstellt, ihr riecht frische Zitrone mit Olive zusammen. Das ist echt gut. Das ist wirklich gut. Aber siehst du, am Anfang, du denkst dir, super. Aber krass, ey. Also kommt wirklich gut. Also sehr, sehr sauberer, schöner, frischer Zitrusduft und auch tolle Flasche. So sahen die früher aus Ton aus. So waren die Flaschen früher aus Ton von der Marke. 1888 gegründet. Insane, oder? Da ist der Kevin dabei. Und zwar, wir haben hier drin frische Noten von Zitrus, Lotusblüte, Olivenblüte, Magnolie. Lotusblüte. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß? Hätte ich gewusst. Ey, ich sag mittlerweile, guck mal, alle Leute waren hier, du bist der Erste. Also noch niemand hat sich in diesem Format so gut geschlagen wie du. Das meine ich jetzt echt ernst. Also Sascha war eine Vollkatastrophe, Nico natürlich, kannst du sowieso knicken, aber du. Sehst du, mit wem du hier redest? Ja. Stehst du? Und als Kontrastpunkt verleihen Ambra und Moschus der Komposition Struktur. Jetzt zeige ich dir einmal meinen Duft. Da habe ich jetzt noch keine Duftbeschreibung schreiben lassen. Ich kann dir aber mal sagen, was ich mir dabei gedacht habe. Du bist wirklich der allererste, der es jetzt riecht. Ich habe das Parfum jeden Tag getragen. Jeden Tag. Das ist, wir sind bei meinem ersten Duft, der jetzt rauskommt, habe ich 6 Korrekturstufen gebraucht und hier nur 2. Das war echt stark. Ich warte lieber ein bisschen. Okay, ja. Der Name ist entstanden mit der Community zusammen im Chat. Orange Flamingo wird es heißen. Der erinnert mich an irgendwas. Also die Assoziation, die ich erreichen wollte, war frische Wäsche. So, wenn du frische Wäsche, wirklich. Wenn du die Laken so zusammen, wenn du die neu machst, die Baumwolle ist frisch gewaschen. Weichspüler. So, ja, so Stärke, Weichspüler, sowas sollte das sein. Mit einem Hauch Orange. Das war der Plan. Orange rieche ich sogar tatsächlich. Und das Besondere an dem Duft ist eigentlich. Schöner Duft? Ja, es ist nicht
ist es sehr schwer, das als langanhaltend zu machen. Aber wir werden die Duftölkonzentration circa bei 30-35% lassen. Also wir gehen an die erlaubte Höchstgrenze innerhalb der EU. Es gibt bestimmte Inhaltsstoffe, die darf man nicht überdosieren. Reicht. Und wir werden da ans Maximum gehen. Und also ich sag so, wie es ist, der wird ewig, ewig, ewig halten. Mehrere Tage. Also man darf manche Sachen... So wie der... den du mir da gegeben genau. hast, der hält auch eine Woche. Ja. Du brauchst einmal nehmen, einmal die Woche, das reicht. Argento ist wirklich Top-Performer, ne? So im Sommer, weißt du, mit dem Polohemd. Gefällt mir auch gut. Sonntag. Ganz was anderes als das, was du bis jetzt hast. Aber würde ich persönlich nicht alltäglich tragen. Nein. Also? Also, da muss man schon der Typ für sein. Vielleicht sogar ein bisschen androgyn, so, ne? Aber jeder kann den tragen, aber jetzt, du bräuchst dann schon was Kräftigeres. Aber hat was. Ja. Wir machen jetzt weiter mit dem letzten Duft. Und zwar haben wir hier von Xerchoff ein Release aus 2019. Apollonia hat was mit dem Mond zu tun. Wirst du auch gleich im Text nochmal hören. Ganz tolle Flasche, super schön gemacht. Auch Eau de Parfum. Und wir gucken mal, ob du das rausriechen kannst. Das ist nicht einfach, aber du bist wirklich der am meisten bis jetzt gewusst hat. Und der entwickelt sich bei jedem ganz unterschiedlich auf der Haut. Musst du einen Kaffee riechen? Ja, geh mal, das wäre gut. Wenn ich neutralisieren könnte, wäre es super. Möchtest du gleich mitnehmen? Kaffee? Ja. Hast du so eine Mühle? Hast du schon mal meine Maschine gesehen? Ja, okay, dann. Ich habe eine ECM. Ah, okay. Ich bin ein Espresso-Profi. Man nennt mich auch Mr. Espresso. Da bin ich gespannt, was du sagst. Oder Espressi. Gentleman's Choice Espresso Blend. 20% mehr Koffein. Trinkst du so deinen Kaffee? Ich liebe den Geruch von Kaffee. Ach, okay. So habe ich übrigens noch niemand gesehen. Wenn ihr übrigens Marks Espresso kaufen möchtet, ja, dann unten ist der Link für den Shop. Könnt ihr gerne mal raufgehen und findet ihr alles auch im Shop von Mark. So. Ja, so. Apollonia, einmal für dich. Oh. Ganz was anderes. Ganz was anderes. Würdest du dich trauen, den Duft zu tragen? Ja, würde ich mich trauen. Der ist auf jeden Fall machbar. Also die Duftbeschreibung hört sich so an. Und zwar, von jeher ist die Menschheit fasziniert von der Unendlichkeit und den unergründlichen Geheimnissen des Universums. Als am 16. Juli 1996 die bemannte Raumfahrtmission Apollo 11 startete, hielt daher die gesamte Welt gespannt den Atem an. Zum ersten Mal würden Menschen auf den Mond betreten. Der ewige Menschheitstraum von der Erforschung fremder Welten auf zuvor unvorstellbare Weise in Erfüllung gehen. Das ist die Duftbeschreibung von Apollonia. 240 Euro kostet der Duft. Also wenn du das schaffst, dann bist du wirklich... Da war ja nichts verraten. Ich habe ja alles nur bisher... abgeleitet der Texte, von den Texten. So, da ist ja, was soll ich jetzt sagen, hier ist ein Stückchen Mond mit drin? Nein. So. Wenn ich es dir sage, wirst du die Assoziation hinkriegen. Und zwar, wir haben hier drin als Kopfnote ganz am Anfang weiße Blumen. Das sind sehr... Was sind... Ja, so helle Blumen. So. Das ist ja dieses, wenn du so einen Blumenstrauß hast, dieses florale, dieses freundliche florale Muster. Ja, also... Okay. Ach das, okay. Iris Butter sei jetzt mal dahingestellt und weißer Moschus. Das ist das, was dir auch so ein bisschen den Atem nimmt. Ist ein sehr freundlich, fröhlicher Duft. Ja, falls ich mal zum Mond fliege, kaufe ich mir den. Was von denen, was würdest du sagen, ist dein Lieblingsduft? Die würde ich so auf eine Ebene stellen. Und der ist mein Platz 1 heute. Ja. Und die beiden teilen sich den zweiten Platz. Okay. Ja, ist doch gut. Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Vielen Dank für das Video. Schaut gerne beim Kevin vorbei. Na, lasst es einfach. In der Beschreibung ist alles verlinkt. Ist für euch, glaube ich, eh nichts. Falls ein paar Jäger da sind, ich mache Jagdvideos, Sport auch, ja. Ja. Also, schaut gerne bei ihm vorbei. Ich freue mich, dass du da gewesen bist. Dankeschön. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Okay, perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.